Heute sind wir auf der Magna City in Hamburg. Wir haben schon ein Bändchen abgeholt. Genau. Und da geht's gleich rein. Wir warten noch auf Mutti. Ja. Und ja, ich bin gespannt. Wir machen kurze Essenspause. Das ist ein Eisburger. Safira steht da hinten. Well, Jasmine, as like the deepest sea. No one could disagree. You are my fast food fantasy. The coffee with the greatest of ease, while her smile warms it up a few degrees. She bakes a pie, salted fries, supersize, makes it all look like a burrito. Wir haben uns jetzt in die Giri geholt, zweimal vegan ausgerufen. Und die probieren jetzt alle simultan unterschiedlich. Ich habe einen mit Walnuss. Ich habe einen mit Sojabohnen. Was habe ich? Das ist Triaki. Ich habe Abend. Ja, wenn du mit Walnuss hast, ist ja nichts anderes drin. Da ist ja nur Zucker drin. Zucker? Ja, braucht Zucker schon. Okay. Dinkelt, also eure sehen appetitlich aus, Dinkelt. Schmeckt wie Also meiner mit Walnuss war ganz okay. Ungewohnt, weil das so süß ist. Schmuckplatte weggekauft und die packe ich jetzt mal aus. Okay, ich habe schon mal was Stoppiges. Oh, die ist aber schön. Für eine Haarschleife. Die passt ja. Oh, ein passender Ring. Auch Steampunk. Warte, weiß ich, ja. So. Eine Brosche. Nice. Auch im Steampunk-Look. Als hätte sie auf mich gewartet. Sie hat auf dich gewartet. Sie hat auf mich gewartet. Jasmine. You're like the sweetest tea. You fill my heart with glee. Come on along and rescue me. Well, Jasmine, eyes like the deepest sea. No one could disagree. You are my fast food fantasy. You are an extra mile. Love to see me smile. You. Leute, das war die Magnology 2017. Wir waren jetzt Samstag und Sonntag da. Genau. Und ja, was ist dein Fazit? Ja, also die Show-Acts waren zum Teil nicht so der Burner. Außer eben Sayuri und die Taiko-Trommler. Und die Taiko-Trommler. Und auch von der Atmosphäre her war es irgendwie alles sehr ruhig. So. Ja. Und auch der Händlerraum war jetzt nicht so. Also es waren halt sehr viele Künstler und Fashion-Sachen. Ja, eigentlich war es fast nur Fashion. Ganz viele Künstler, was natürlich cool ist. Ja. Also wenn man nur für Gaming hingegangen wäre, hätte man sich geärgert. Glaube ich auch. Ja. Wenn man nächstes Mal hinfährt, muss man. Wenn gucken. Dann wahrscheinlich nur einen Tag. Ja. Ja, ansonsten schreibt uns, wenn ihr auch da wart, wie es euch gefallen hat. Und ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.